Dann glätten wir hier mal wieder noch ein bisschen weiter. Alles so ein bisschen anpassen. Wie ist das hier mit dem Weg? Es darf alles nicht zu steil sein. Im Prinzip müsste ich echt nochmal eine Testfahrt machen und gucken, wo die Strecke noch zu steil ist und wo es nicht gut aussieht. Das können wir sogar machen in der letzten Folge, die wir dann machen oder so. Können wir nochmal alles durchfahren einmal und nochmal so ein paar kleine Verbesserungen vornehmen, die uns dann auffallen. Vielleicht kriege ich hier noch den einen oder anderen Baum vor. Natürlich nicht. Dann machen wir hier noch einen Baum hin. Hier können wir auch nochmal ein bisschen bewalden. Aber ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu sehr bewalde. Einfach weil ich diese offene Ebene nicht verderben möchte. So, ich meine hier so ein bisschen, diese Stelle kann man schon so ein bisschen dichter machen, denke ich. Das sollte nicht weiter stören. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen näher rangehen mit dem Wald. Na, das ist schon zu viel des Guten, glaube ich. So, hier noch ein bisschen begrasen. Auch hier. Hier fehlt noch der ein oder andere Baum. Okay. Sieht ganz gut aus. Ich glaube, hier mache ich mal so ein Stück Wald ein bisschen näher an die Strecke ran. Ja, das sieht gut aus. Dann machen wir auch noch hier ein Bäumchen hin. Hier muss ich gleich wieder ganz viel mit dem Glättentool arbeiten, also hier vorne und sowas. Und das mache ich mal eben. So, ordentlich überglätten. Das schadet nie. Und dann werde ich auch hier hinten nochmal ein paar Bäumchen ziehen. Oh, hier haben wir auch nochmal einen sehr speziellen Bereich. Da können wir uns gleich was Gutes überlegen für. Okay. Es sieht schon sehr, sehr gut aus. Also wir sind auf dem richtigen Weg, denke ich. Wir sind schon fast fertig mit unserem Wildlife Park. So, was können wir denn jetzt nochmal hier hin machen? Wir könnten auch überlegen, kann man den Weg hier hinten noch weiterführen? Könnten wir noch überlegen, ob wir hier so einen kleinen Schutzraum nochmal hinmachen? Ich meine, der Platz hier ist sowieso ungenutzt. So, und dass wir dann hier sozusagen hinter den Weg nochmal weiterführen. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wegen Safety First und so. Sollte, denke ich, problemlos funktionieren hier mit dem Schutzraum. So, sehr gut. Das können wir, glaube ich, machen. Glätten wir auch hier nochmal das Ganze ein bisschen über, weil ich glaube, das ist hier auch uneben, oder? Nee, das ist sogar alles glatt und gerade. Umso besser. Wir müssen den Zaun hier nehmen. Ziehen wir jetzt so oder machen wir so? Ich glaube, ich mache so. Und wir machen mal so. Und so zum Parkrand. Genau. Dann haben wir hier auch nochmal so ein bisschen die Fläche genutzt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Das sah vorher irgendwie besser aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Sieht komisch aus mit den Zäunen hier. Ich hätte das Ganze natürlich auch platzsparender machen können. Boah, ich glaube, das reiße ich wieder ab, Leute. Das gefällt mir nicht. Stattdessen werde ich das Ganze, glaube ich, einfach bewalden. Ich meine, hier hinten ist eh gerade nicht wirklich ein Besucherbereich. Also ist das alles halb so wild, wenn das hier bewaldet ist. Natürlich nicht vor das Tor, das ist, wäre nicht so smart. Aber ansonsten sieht das schon sehr gut aus alles.
Hier gleite ich auch nochmal ein bisschen über. Ich meine, den Hügel finde ich eigentlich ganz gut, aber vielleicht, dass wir hier die Strecke ein bisschen mehr begradigen. Jetzt müssen wir uns nochmal einen kleinen Überblick verschaffen. Okay. Dieser Bereich sieht schon sehr gut aus. Dieser Bereich gefällt mir auch soweit. Wir hätten auch hier sogar noch ein kleines Wasserbecken machen können, aber nee, ich glaube, das lasse ich. Oh, hier vorne müssen wir nochmal bei. Das ist hier noch ein bisschen zu hügelig. Das sind alles noch so Kleinigkeiten, die einem dann nach und nach auffallen werden, wenn man alles nochmal so abgeht. Okay, sieht schon sehr cool aus. Gefällt mir. Gucken wir mal nochmal hier die Aussicht, ob die jetzt zu sehr geschmälert ist. Wir gehen einfach mal in den Turm rein. Nö, die ist super, die Aussicht. Unten sieht man die Gullies. Da hinten noch die Kamaras, die Brachios, Paras. Ah, cool. Das Tor hätte ich vielleicht auch so ein bisschen geschwungen machen können. Fällt mir gerade mal auf, dass das so ein bisschen runder ist. Ich glaube, das überarbeite ich nochmal eben. So, den Grundriss habe ich jetzt auch nochmal von dem Tor ein wenig überarbeitet. Es könnte hier noch perfekter sein, aber ich lasse das jetzt einfach so. Viel besser geht es hier nicht mit den Bäumen. Und jetzt machen wir es vom Prinzip her genauso wie beim letzten Mal. Ich denke mal diesmal aber direkt mit diesen kleinen Zäunen. Ich glaube, ich mache einfach nur so ein Stück nach vorne. Ich habe es jetzt auch nicht wirklich abgerundet. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Müssten wir nämlich so ein ganzes... Ich glaube, das macht keinen Sinn. Ist egal, ob das jetzt gerade ist oder nicht. Aber das Tor sollte jetzt auf jeden Fall gleich ein bisschen besser aussehen als vorher. Hoffe ich doch mal. Erstmal hier hinkriegen mit den Einrastpunkten. Ist aber auch immer echt nicht einfach. Nah ran, wie es geht. So, besser geht's nicht. Haben wir es von dieser Seite schon mal. Von der anderen müssten wir es eigentlich dann auch nochmal ähnlich machen. Also hier so ein Stück nach da. Und dann das Ganze hier hin. Hier hin. Und nochmal ein Stück nach da. Und dann haben wir auch hier nochmal so einen kleinen Durchgang. Oh, der sieht gut aus. Können wir so lassen. Und dann würde ich fast sagen, also jetzt so im Groben und Ganzen, na, hier sieht es vielleicht noch ein bisschen kahl aus. Hier muss ich nochmal eben ein bisschen mit Bäumen arbeiten. Aber ich würde sagen, im Groben und Ganzen sind wir jetzt soweit fertig. Wir müssen wahrscheinlich noch die eine oder andere kleine Änderung irgendwann vornehmen. Aber ansonsten würde ich sagen, unser Wildlife Park ist jetzt relativ fertig. Was uns aber noch auf jeden Fall fehlt, sind einige Dinosaurier. Die werden wir gleich am Ende der Folge nochmal freilassen. Und zwar sehr, sehr viele, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir jetzt für diese Fläche. Hier unten sind ein paar. Oh, hier sind schon einige. Hier können auch noch welche in diesem Bereich. Hier oben ist noch keiner in dem Bereich. Also wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Dinosaurier. Die werde ich gleich freilassen. Und dann machen wir, glaube ich, nochmal eine allerletzte Folge, wo wir uns dann nochmal so ein bisschen die Fahrten im Park ansehen und die Aussichten und die restlichen Dinosaurier dann benennen. Also ich würde sagen, ich brüte jetzt erstmal einige Dinosaurier aus. Die erste Fuhre Dinosaurier, hier zwei volle Entwicklungslabore, sind gerade am Produzieren. Aber ich habe noch eine Sache vergessen, ist mir gerade aufgefallen. Wir haben ja vorhin hier die Strecke abgerissen und die haben wir noch gar nicht wieder neu gemacht. Das machen wir mal eben ganz schnell in der Zwischenzeit. Wie führen wir die hier denn am besten lang? Soll ich schon hier rüber gehen? Ne, ich glaube, ich bleibe hier am Rand. Einfach hier einmal am Rande von unserer Gyro-Strecke entlang. Und dann zurück. Denke mal, das ist die beste Lösung, ne? Ja, das sieht super aus. Kann man so machen. Und dann kommen wir hier zu unseren Dinosauriern, zumindest zu der ersten Fuhre. Da haben wir einmal vier Dracorex, lebhaftes Muster haben wir drei Stück und ein Waldlandmuster, was dann hoffentlich das Alpha-Tier wird. Wir gucken uns mal das Lebhafte an. Auf jeden Fall sehr putzig.
Oh. Der kleine Racker. Genau, davon haben wir noch zwei weitere. Genau in dieser Farbe. Aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal jetzt nochmal das andere Muster an. Die anderen beiden lassen wir dann, wie gehabt, frei, ohne es uns anzuschauen, sonst dauert das Ganze zu lange. Da ist unser Alpha-Weibchen. Ganz zaghaft kommt er hervorgeschlichen. Sehr schön. Und dann lassen wir die anderen beiden frei. Das schauen wir uns, wie gesagt, nicht an. Und dann gehen wir direkt ins nächste Entwicklungslabor. Und ihr seht schon, hier haben wir 4 Sauropelter. Die mache ich tatsächlich sehr, sehr selten in meinen Parks. Aber diesmal werde ich sie auf jeden Fall machen. Und wir haben noch einen Charcharodontosaurus. Lassen wir den ersten Sauropelter frei. Der hoppelt auch direkt los. Wir müssen vielleicht die Dinosaurier gleich auch noch ein bisschen verteilen mit dem Helikopter. Sumpfmuster war das Ganze. Und davon haben wir auch noch 2 weitere. Und auch hier das gleiche Spiel. Waldlandmuster haben wir noch einmal. Das ist dann unser Alpha-Weibchen hoffentlich. Weil der hat ein paar mehr Modifikationen. Die Skins sind sehr, sehr langweilig, nenne ich sie mal. Also sie sind nicht sehr farbenfroh. Schade, schade. Naja, so ist das halt. Kann ja nicht jeder Dino mega farbenfroh sein. So, die anderen beiden lassen wir auch mal eben frei. Hätte ich vielleicht mal erst den anderen freilassen sollen. Aber wir können noch mal eben schauen, was wir noch ausbrüten jetzt gemeinsam. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch irgendwie was Kleines. Dilos, Deinonychus. Ich finde eigentlich Deinonychus immer mega schön. Der hat richtig coole Skins. Ich weiß nur gerade nicht, welche gut aussahen. Ich glaube, diese beiden sahen gut aus. Ich glaube, alle Deinonychus-Skins sehen gut aus. Wir tunen ihn auf jeden Fall nochmal ein bisschen. Ich würde auch sagen, dass wir hier 4 Stück machen. Und hier machen wir es aber so, dass wir zweimal hier, was ist das? Das Regenwaldmuster und zweimal das lebhafte Muster. Ich hoffe, da ist mein Lieblingsskin für den Deinonychus bei. Das ist nämlich dieser rötliche. Den finde ich echt cool. Aber ich glaube schon. Und jetzt können wir hoffentlich, genau, jetzt können wir den Charcharodontosaurus freilassen. Den haben sich auch einige in den Kommentaren gewünscht. Und da habt ihr ihn. Ich mag ja den Schrei von dem Charcharodontosaurus echt gerne. Das ist mega nice. Da rennt er los. Direkt zum Wasser. Oh, hier ist aber auch keine Dinosaurierseele. Und dann können wir eigentlich nochmal eben weiter ausbrüten. Und was machen wir als nächstes? Na, gute Frage. Es müsste eigentlich wieder ein Pflanzenfresser kommen. Ich frage mich ja, ob wir Hybriden in diesem Park machen sollten, aber glaube ich eher nicht. Das soll ja ein natürlicher... Diplodocus mache ich auch super selten. Vielleicht sollten wir davon auch noch 3 Stück oder so in den Park machen. Die mache ich so selten in meinem Park. Das ist auch echt schade. Man sieht es auch. Ich habe hier nicht mal Modifikationen drin. Ich mache mal jetzt irgendwelche Mods da rein. Ist auch egal. Lebenserwartung, was auch immer. Und dann würde ich sagen, machen wir hiervon noch 3 Stück. So, machen wir aber verschiedene Muster. Alle 3. Und noch 2 Plätze haben wir frei. Die machen wir auf jeden Fall auch noch voll. Wie wäre es denn mit... Oh, was kann man denn... Welche Dinosaurier sind denn zu zweit? Ja, gut haltbar. Vielleicht... Einen meiner Lieblinge, den Pentaceratops vielleicht. Oh, wir machen den hier. Styracosaurus. Den mache ich nämlich auch sehr selten. Den können wir auf jeden Fall auch in unseren Park machen. Und dann machen wir davon nochmal 2. Und dann soll das für diese Folge erstmal reichen mit Dinosauriern. In der nächsten Folge können wir dann vielleicht auch noch den einen oder anderen freilassen. Wir müssen erstmal schauen, wie voll der Park dann gleich ist. Weil wir haben jetzt hier wirklich sehr viele freigelassen. Ich würde sagen, ich bringe euch gleich zurück, sobald die ausgebrütet sind.
So, die Dinosaurier sind soweit fertig, bis auf die Diplodokus. Aber die werden im Laufe der Zeit jetzt hier auch noch fertig. Dann würde ich sagen, lassen wir mal hier die Deinonychus frei. Und zwar erstmal mit dem Regenwaldmuster. Ich hoffe wirklich, mein roter Skin ist dabei. Oh, der ist aber auch sehr schön. So türkisgrün. Aber ich glaube, der Deinonychus ist auch einer der Dinosaurier von JWE, die die schönsten Skins haben. Oder der die schönsten Skins hat. Sieht mega cool aus. Und dann haben wir noch lebhaftes Muster. Bitte rot. Bitte lass es den roten sein. Yay, es ist der rote. Sehr gut. Das ist mein Lieblingsskin von dem Deinonychus. Den mag ich richtig, richtig gerne. Sieht auch super cool aus. Ja, rennt er los. Aber schaut mal, der Skin ist echt nice, oder? So, dann würde ich sagen, lassen wir die anderen beiden auch noch schnell frei. Zack und zack. Und dann fangen wir hier an mit dem Styracosaurus. Einmal Regenwaldmuster. Da hoppelt er davon. Und dann haben wir noch einen mit dem Küstengebietsmuster. Ich bin echt gespannt, ob das jetzt nach dieser Fuhre Dinosaurier genug sind für den Park. Aber das werden wir wahrscheinlich erst nächste Folge dann sehen, wenn wir die dann vernünftig verteilt haben und sowas. Aber der Skin sieht nice aus als der davor. Sieht so ein bisschen alt und schuppig aus, aber gefällt mir eigentlich. Nochmal eben in der Sonne. Oh, wo ist meine Maus da? Ah, der sieht cool aus. Den mag ich. Und dann kommt zu guter Letzt die drei Diplodokus. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Diplodokus bei JWE gemacht habe. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr lange her ist. Boah, das ist aber auch ein dicker Brocken, ne? Eieiei, hat der eine Wampe. Guck mal hier. Ein sehr, sehr langweiliger Skin, muss man ja sagen. Boah, der braucht ja Ewigkeiten. Kann sich jetzt nur um Stunden handeln, bis wir die freigelassen haben. Also ein bisschen grünlich sieht das hier aus, oder? Weiß nicht. Schimmert auf jeden Fall so ein bisschen grünlich. Welches Muster war denn das jetzt? Ich schaue nochmal eben. Küstengebiet war das. Und dann lassen wir jetzt mal ein Tundra-Muster frei. Sieht auf dem ersten Blick jetzt nicht so viel anders aus. Aber wir sind auch gerade auf der Schattenseite. Dann sieht man das immer nicht so gut. Okay, der ist auf jeden Fall ein bisschen dunkler und brauner. Nicht einschlafen, Fettsack. Komm, zack, zack. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. So, wir gucken uns den Skin auch nochmal in der Sonne an. Ja, der ist auf jeden Fall viel, viel brauner. Aber auch ein toller Dinosaurier, der Diplodocus. So, und sagt man Diplodocus oder Diplodocus? Bin mir gerade auch nicht sicher. Aber ich spreche so viele Dinosaurier falsch aus. Auch ich sag immer Ceratosaurus, auch wenn ich weiß, es heißt Ceratosaurus. Ich habe es mir einfach angewöhnt. Und das wird sehr, sehr schwierig, sich das abzugewöhnen. Naja, lassen wir den letzten frei, Alpinmuster. Der ist hoffentlich so ein bisschen weißer. Ja, der ist definitiv ein bisschen grauer und weißer. Eine ganz andere Kameraperspektive als sonst, oder? Ich glaube, ich bin gerade. Ich weiß auch nicht. Wie irgendwie die. Ich weiß auch nicht, was ist das für eine Kameraperspektive? Habe ich noch nie gesehen. Oder war die einfach nur am Rumbacken wegen dem anderen Diplodocus? I don't know. Backt allgemein gerade ein bisschen rum. Egal. So, wir haben die drei freigelassen. Jetzt haben wir wirklich sehr, sehr viele Dinosaurier in unserem Park.
Eieiei, der ist jetzt wirklich... Oh nein. Jetzt nicht diesen. Okay, ich dachte schon, die gehen jetzt da hinten durch. Aber ihr seht schon, also es sind wirklich, wirklich viele Dinosaurier. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr freilassen sollten. Wenn die sich hier noch ein bisschen nach hier verteilen und so, ist das eigentlich schon echt cool. Hm, egal. Das soll es erstmal mit den Dinosauriern für diese Folge gewesen sein. Diese ganzen Dinosaurier, die ich jetzt gerade freigelassen habe, für die könnt ihr auf jeden Fall auch unten in die Kommentare Namensvorschläge schreiben. Und mit etwas Glück seid ihr dann hier in meinem Park verewigt. Wir werden jetzt noch zu guter Letzt die Dinosaurier von der letzten Folge benennen. Und dann haben wir es geschafft hier. Kommen wir nun zur Namensvergabe der Dinosaurier, die wir in der letzten Folge freigelassen haben. Das waren ja, glaube ich, 5 Parasaurolophus und ein Tyrannosaurus Rex. Und jetzt müssen wir erstmal die Verdächtigen hier suchen, weil ihr seht schon, es wimmelt sich wirklich jede Menge an Sauriern hier. Also der T-Rex ist schon mal hier unten, aber den will ich als allerletzter machen. Und da haben wir aber auch Paras, das ist sehr gut. 3 Stück auf einem Haufen. Würde ich sagen, fangen wir ja an bei dem vordersten, den grünen. Der heißt Ducky. Wir können das auch anders machen, wir können es so machen. Also wir haben ja einmal Ducky, der grüne. Dann schalte ich einmal weiter. Dann haben wir hier hinten, haben wir Emmy. Der nächste ist, oh, der ist ganz woanders. Das ist auch ja ein grüner, der heißt Trompete. Oh, im Hintergrund laufen die Gullis lang. Ah, das ist schon echt schön, ne? Wie so die Gulli-Herde da so langstolziert. Ah, das gefällt mir gut. Kommen wir zum nächsten. Das ist hier hinten der bläuliche. Rennt jetzt gerade in den Wald, das ist nicht so gut. Der heißt Neo. Und der letzte müsste es jetzt sein. Der ist wieder ganz hier hinten. Das ist der goldgelbene. Der heißt Eli. Vielen, vielen Dank für diese schönen Namensvorschläge. Und jetzt kommen wir zu dem, wofür die meisten Namensvorschläge abgegeben wurden. Und das ist hier unser König in unserem Gehege, der Tyrannosaurus Rex. Und der hat den wunderschönen Namen bekommen, King T. Sehr passend, wie ich finde. Ganz, ganz toller Namensvorschlag. Vielen, vielen Dank auch dafür. Und der legt sich hier gerade mal mit dem Para an. Und das waren die Namen für heute. Also vielen, vielen Dank an euch alle, die hier mitgemacht haben. An die, die nicht drangekommen sind, seid nicht traurig. Es gibt ja wieder jede Menge neue Dinosaurier, für die ihr auch noch Namen in die Kommentare schreiben könnt. Und ich würde sagen, an dieser Stelle soll es das gewesen sein von dem Wildlife Park. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir noch die ein oder andere Änderung und Verbesserung vornehmen. Dann werden wir die ganzen Fahrten und sowas so ein bisschen testen. Und dann sollte unser Wildlife Park fertig sein. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut. Euer Dandy.